Okay, willkommen zur vorletzten Woche, bevor wir in unsere Weihnachtspause starten. Ich bin gespannt, ob das jetzt alles auch gut klappt. Ich monitore das Chat-Window hier auch ein bisschen. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können für unsere Vorlesung zur Einführung in die pädagogische Psychologie, und Sie können uns hören. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Wirklich, können Sie vielleicht alle auch allgemein mit Zoom in dem Reaktionswindow kurz einen Applaus für unser ZFM-Team reinschreiben, weil wir sind, also ich persönlich bin wirklich froh, hier so gute Unterstützung auch zu haben und dass wir gemeinsam diese Sitzung auch wirklich über das gesamte Semester auch so früh am Morgen auch immer gut machen. Also ich bin wirklich froh, das klappt alles normalerweise richtig gut, und ich freue mich auch, dass Sie auch so responsiv im Zoom-Chat auch drin sind. Also super, klappt richtig gut. Feedback von letzter Woche, kurzer Rückblick da. Das, was dort vor allem als Feedback kam, war zum einen, dass Sie die Breakout Rooms richtig gut finden. Ich weiß, dass einige von Ihnen dem auch nicht zustimmen, basierend auf was ich in den ersten 1, 2, 3 Wochen gehört habe. Aber Sie werden heute quasi aus Sicht der pädagogischen Psychologie erfahren, warum wir auch diese Breakout Rooms genau machen und was auch so ein bisschen so die theoretischen Hintergründe davon sind. Und dann auch noch ein weiteres Feedback, was für die letzte Vorlesungswoche gegeben wurde, war, dass Sie viel lieber die Folien sehen als mich. Okay, verstehe ich. Aber das probieren wir natürlich auch ebenfalls für diese und auch die zukünftigen Sitzungen einzurichten. Übrigens, sehr cool, die Quizergebnisse zur letzten Vorlesung richtig gut. Ich glaube, das war das beste Quiz, was wir bislang in unserem Semester gehabt haben. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie auch wirklich dann die Zeit zur Nachbereitung der Vorlesung auch verwenden, um sich halt auch genau anzuschauen, okay, was haben wir gemacht, wie sind da die Anknüpfungsbereiche. Und ich glaube, dass Sie auch so langsam, ich weiß auch, dass einige von Ihnen auch schon mit der Mindmap angefangen haben, um wirklich zu überlegen, wie hängen verschiedene Vorlesungsthemen zusammen. Und wir werden auch wirklich auch heute wieder sehen, wie beispielsweise das Selbstkonzept mit der Motivation zusammenhängt. Und das sehe ich auch wirklich in den Reading Reactions. Und ich freue mich auch wirklich dann zu sehen, wie Sie wirklich mit den Theorien, die Sie auch in vorherigen Vorlesungssitzungen erfahren und erlernt haben, dann auch dieses Vokabular schon verwenden und auch teilweise auch in den Reaktionen auf diese Reading Reactions. Also ich bin wirklich ein großer Fan von Ihnen und freue mich auch wirklich jedes Mal hier auf diese Vorlesung. Allgemein, ich finde es sehr gut, dass sehr viele von Ihnen auch wirklich viel Was? machen, sämtliche Quizze machen, sämtliche Reading Reactions machen. Ungefähr die Hälfte von Ihnen hat bislang diese Kristallkugelfunktion, dieses Notenvorhersagetool verwendet. Ich will Sie dazu einladen, insbesondere diejenigen von Ihnen, die Kristallkugel noch nicht verwendet haben, das einmal einfach auszuprobieren, weil Sie müssen theoretisch, Sie können, ich will, dass Sie alle Millionärin oder Millionär werden. Das ist mein Ziel. Ich will, dass Sie Millionär werden an Punkten. Und es gibt wirklich viele Wege, dass Sie auch dahin kommen. Und dafür brauchen Sie nicht unbedingt jedes Assignment immer machen. Also gerade wenn Sie vielleicht Sorgen haben und wenn, es war auch ein Kommentar, wenn die Sorge genug Punkte zu kommen, Sie dazu treibt, wirklich jedes Assignment zu machen. Sie können es natürlich machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich will Sie auch wirklich dazu einladen, halt auch strategisch zu überlegen, was Sie wann wie machen wollen. Und dazu bietet halt dieses Tool Ihnen auch gewisse Gelegenheiten. Aber klar, also ich freue mich auf jeden Fall darüber. Okay, Feedback von den Quiz-Sitzungen. Was war letzte Woche? Und zwar das Selbstkonzept, das schulische Selbstkonzept, das kann sich vom Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule verändern. Das haben wir auch soweit gesehen. Das ist korrekt. Dann, dass wenn Schülerinnen und Schüler negative
Selbstkonzepte haben, dass dies negative Effekte auf die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern besitzt. Das ist ebenfalls soweit korrekt. Dann, dass das Selbstkonzept in leistungsstarken Klassen üblicherweise besonders hoch ist, ist nicht so zu sehen. Beispielsweise aufgrund des, des Big Fish Little Pond Effektes. Übrigens, wirklich spannend. Ich habe letzte Woche den Vorsitz einer Dissertation an unserem Institut gehabt und da hat unser Mitarbeiter quasi eine gesamte Dissertation nur zu diesem Fischteich-Effekt gemacht. Also wirklich 4 Studien, um sich noch genauere Bedingungen anzuschauen, wieso das funktioniert, wie Effektstärken liegen, welche anderen Faktoren da eine Rolle spielen. Also Sie sehen wirklich, Sie kriegen hier nur die absoluten Highlights hier in der Vorlesung und Sie könnten theoretisch sich jede Folie herausnehmen und da auch wirklich dann die viele Jahre darauf verwenden. Dann haben wir gesehen, dass Internal Frame of Reference, External Frame of Reference Modell, das sich unter anderem mit sozialen und auch mit dimensionalen Vergleichen beschäftigt. So, genau. Wir haben viel über diese kognitiven Handlungstheorien geredet und jetzt für heute haben wir mehr vor, in Bezug auf Fähigkeits-Selbstkonzept, Selbstwirkungserfahrung und auch wie so Zielsetzungen erfolgen. Vielleicht noch als kurzer Nachtrag zu den Reading Reactions. Ich habe selber viel Forschung gemacht, so zum Bereich Online-Communities und wir sind ja auch mit diesem Online-Forum und so auch in gewisser Weise eine kleine Online-Community selber. Und was wir sehen, ist, dass quasi eine Online-Community sowohl aktive Mitgliederinnen und Mitglieder hat, die aktiv Beiträge schreiben und auch quasi aktiv zu anderen Beiträgen etwas kommentieren, dass dies lernförderlich ist. Aber, und was auch vielleicht spannend ist, ist, dass wenn Sie Beiträge von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen lesen, vielleicht sogar ohne einen Kommentar zu verfassen, also wenn Sie sogenannte Lurker sind in diesen Communities, dann hat das auch einen positiven Effekt. Also ich will Sie auch wirklich dazu einladen, wenn Sie Ihren eigenen Beitrag schreiben, sich auch die Beiträge von Ihren Mitstudierenden auf Piazza anzuschauen. Sehr spannend, ich habe Ihnen auch so ein paar Grafiken quasi zu unserem Semester, unsere kurseigene Piazza mitgebracht. Zurzeit haben wir, also wir sehen wirklich, dass wirklich jeden Tag so um die 60 oder mehr von Ihnen auf Piazza online sind. Logischerweise, wenn es zur Reading Reaction Deadline, wenn diese näher rückt, dann piekt natürlich auch die Anzahl von Ihnen, die auf der Plattform da sind. Und genauso sehen wir es auch quasi von den Beiträgen, die halt gepostet werden. Aber es freut mich wirklich, dass wirklich auch viele von Ihnen wirklich auch kontinuierlich Teil von dieser Community sind und dass sie sich halt auch untereinander da austauschen und vernetzen. Ich glaube, dass das gerade wo wir jetzt hier in einem Online-Semester sind, sind Sie da auch wirklich auf einem richtigen Weg. Vielleicht kurzer Funfact, das war der Stand von, ich glaube, Sonntagmittag. Schon fast 2000 Beiträge auf Piazza, obwohl ich glaube, so circa 190 Studierende oder so für die Vorlesung angemeldet sind. Wirklich spannend. Also ich glaube, wir sind auch wirklich auf einem sehr guten Wege hier, auch über dieses Semester hinweg Ihnen da wirklich eine gute Lerngelegenheit zu bieten, über die pädagogische Psychologie auch mehr zu lernen und zu erfahren. Das Thema heute ist vor allem Motivation und
Ich habe gedacht, wir starten heute mal etwas anders herein. Und zwar starten wir sofort mit einem Breakout-Room. Und ich würde Sie in kleinen Gruppen bitten, zu diskutieren und zu reflektieren, warum Sie für eine Handlung motiviert werden und warum manchmal nicht. Und was da Bedingungsfaktoren für sind, dass Sie die Motivation verspüren, etwas Bestimmtes zu tun. Sie können sich da auch selber Beispiele ausdenken. Ich habe auch in den Reading Reactions auch viele spannende Beispiele gelesen und ich will Ihnen die Gelegenheit geben, da auch mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen dies ein bisschen zu reflektieren. 5 Minuten, ich mache die Breakout Rooms auf und wünsche Ihnen bei der Diskussion viel Spaß. Logischerweise, wenn Sie per Zufall in einer Gruppe sind, in der nicht wirklich viele andere Leute reden, gehen Sie in den großen Raum wieder zurück. Dann schieben wir Sie in einen anderen Breakout Room herein. Viel Spaß!
Okay, willkommen zurück. Was wir sehen, dass in der pädagogischen Psychologie, wenn wir uns die Motivation anschauen, ein zentrales theoretisches Konstrukt ist dabei das Erwartungswertparadigma, was als zentrale Annahme davon ausgeht, dass die Stärke der Motivation einer Handlung sich aufgrund von zwei Komponenten, aus zwei Komponenten besteht. Zum einen der Erfolgskomponent, also wie wahrscheinlich ist es, dass die Handlung, die ich vollführen will, Erfolg hat, und die Wertkomponente. Also was habe ich davon? Was ist mein Nutzen, wenn ich die Handlung ausführe? Je nachdem, wie Sie Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit und den Wert einschätzen von Handlungen, dies führt zu einer entweder gesteigerten oder verminderten Motivation. Wenn wir uns dies quasi in einem theoretischen Modell etwas genauer anschauen, dann wird oftmals zwischen einer Handlungsebene und einer Erwartungsebene unterschieden, in der eine Situation, in der sich Personen befinden, betrachtet wird, die gewisse Anreize und Werte für Personen hervorruft, um dann zu entscheiden, wie sehen mögliche Handlungen aus, wie kann ich das realisieren, was ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, und dies führt dann zu Handlungen, die dann wiederum zu einem gewissen Ergebnis führen. Dieses Ergebnis kann dem entsprechen, was man sich vorgenommen hat, oder auch nicht. Aber dass quasi wie dann der Übergang von dem Ergebnis zu den Folgen ist, also wie woraus die Handlung resultiert, hat dies bedingt auch unter anderem, wie die Anreize und wie die Wertung von Handlungen, also wie die Erfolgswahrscheinlichkeit für ähnliche Handlungen in der Zukunft auch gestellt werden. Das sehen wir auch unter anderem, dass dies auch wirklich eingebettet ist, quasi in die soziale Umwelt, in der sich Personen befinden, und dies bedingt dann beispielsweise, wie Erwartungsstrukturen sind, also dass das kulturelle Milieu oder die sozialen Bedingungen, die in denen sich Personen befinden, beeinflussen, wie Erwartungen für gewisse Handlungen auch zu sehen sind. Und dies ist quasi eine der wichtigen Komponenten auf der Erwartungshaltung. Dann werden diese Informationen auch basierend aufgrund des Vorwissens und der bisherigen Lernerfahrungen weiter reflektiert. Dies wird oftmals als subjektive Verarbeitung bezeichnet. Und dann spielt natürlich auch das eine große Rolle in die Erwartungsebene, was wir uns in der letzten Woche angeschaut haben, also die Selbstkonzepte, die ebenfalls auch beeinflussen, welche Erwartungen Personen an Handlungen haben, was da dann auch die jeweilige Motivation beeinflusst. Das soweit auf der Erwartungsebene, und von der Anreiz- und Werteebene, also dem zweiten Modell von dem Erwartungswertparadigma,
da spielen Faktoren eine Rolle wie die Wertigkeit, also was für ein Interesse sie haben, diese Handlung durchzuführen, wie sie emotional mit den möglichen Handlungen verbunden sind, wie wichtig die Handlungen für sie sind, was die Handlungen für sie bringen, so im Vergleich Nützlichkeit, aber auch als andere eben Lernverhalten und auch Lernergebnis. Also wie viel müssen sie tun? Ist es sehr anstrengend, die Handlungen durchzuführen? Wie sieht ihr vorheriges Wissen aus, Fertigkeiten? Was für Strategien können sie verwenden? Was wissen sie schon? Um halt das Lernverhalten für solche Handlungen dann auch zu verwenden. Ein anderes sehr bekanntes Modell ist das Erwartungswertmodell von Jackie Eccles und Alan Wakefield, was auch vor allem die verschiedenen Einflussvariablen wirklich in den Vordergrund stellt. Können Sie vor allem, wenn Sie sich die Folien herunterladen, weil ich sehe, im Zoom-Fenster ist das nicht hundertprozentig scharf, aber laden Sie sich ruhig die Folien herunter, beziehungsweise wenn Sie das jetzt auf YouTube verfolgen, dann müsste die Qualität auch wesentlich besser sein. Sie sehen auch da vor allem, dass es wirklich eine Vielzahl an Komponenten gibt, die auch wirklich interdependent zusammenhängen, die Einflüsse darauf besitzen, welchen Wert oder auch Valenz genannt Aufgaben für Lernende besitzen, die insbesondere auch auf das Interesse, die Freude, den sogenannten Intrinsic Value abzielen, dann den Zielerreichungswert betrachten, also den Attainment Value, den subjektiven Nutzen, Utility Value und die relativen Kosten eine Handlung durchzuführen. Und dies im Einklang mit der Erwartung führt dann zu einer Performance, die dann durch dieses Erwartungswertmodell mit der Kombination dann zu sehen ist. Damit Sie die Personen wirklich so mit die herausragenden Psychologinnen und Psychologen unserer Zeit auch mal sehen, habe ich Ihnen auch zwei Fotos mitgebracht. Wirklich auch beides absolut tolle Menschen. Ich bin so glücklich, auch sogar mit Jackie Eccles an verschiedenen Forschungsprojekten zu kollaborieren, wo wir unter anderem dieses komplexe Modell auch wirklich in Bezug auf Studierende auch jetzt während der Corona-Pandemie untersuchen. Da werden wir vielleicht auch noch, wenn Sie verfolgen, was ich so in der Forschung mache, in so einem Jahr oder so, werde ich da auch vermutlich einen Vortrag möglicherweise zum Erwartungswertmodell von Studierenden in Amerika allerdings präsentieren. Also verfolgen Sie mir auf Twitter, da kriegen Sie dann auch in jedem Fall die Informationen. Erwartungswertmodell spielt eine große Rolle. Machen Sie kurz einen Screenshot am besten von dieser Folie, weil im nächsten Breakout Room würde ich Sie nämlich bitten wollen, dass Sie sich ein Beispiel überlegen, insbesondere wie die verschiedenen Einflussvariablen die Erwartung und den Wert für mögliche Handlungen in der Vergangenheit für Sie beeinflusst haben. Also wie Sie, was dies quasi jetzt konkret als Beispiel, wie Sie diese Theorie umsetzen können. Ich habe da auch zwei richtig spannende Reading Reactions zu gelesen und ich bin mir sicher, dass Sie quasi diese Theorie jetzt auch aus Ihren eigenen Erfahrungen auch wiedergeben
können. Genau, in kleinen Gruppen etwas mehr Zeit diesmal. Und genau, viel Freude. Wir sehen uns gleich wieder.
Alright, willkommen zurück. Also Sie haben sicherlich da viel über die verschiedenen Komponenten geredet, was Ihre Handlungen beeinflusst hat. Und vielleicht auch, wenn Sie sich da zurückgedacht haben, was Sie in dem ersten Breakout Room besprochen haben und dies dann auch etwas reflektiert jetzt im zweiten Breakout Room. Also was Sie für Handlungen motiviert hat, haben Sie auch wahrscheinlich dann herausgefunden, dass dies beispielsweise, was da Merkmale der Person waren oder wie da ihr kulturelles Umfeld sie beeinflusst hat oder was affektive Erinnerungen waren, die zukünftiges Verhalten beeinflusst haben in Bezug auf die Erfolgserwartungen, beispielsweise um Motivation für eine Handlung auch zu durchführen. Was auch wichtig ist im Bereich von Motivation, ist die Zielorientierung. Das heißt, welche Ziele werden von Personen als wichtig erachtet. Das ist insbesondere für die Wertkomponente vom Erwartungswertmodell im Fokus da zu sehen. Dabei ist es wichtig, dass man da in erster Linie unterscheidet zwischen Lernziel versus Leistungsorientierung, also quasi Mastery-oriented oder Performance-oriented. Und dies ist vor allem dahingehend zu sehen, dass man sich anschaut, okay, wird in erster Linie Wert darauf gelegt, dass die Lernziele erfüllt werden, also dass es wirklich darum geht, neues Wissen zu erlangen, neue Fertigkeiten zu erlangen. Und, oder steht es vielmehr im Grund, dass einfach nur gewisse Leistungsniveaus erreicht werden und dass quasi ihr Wissenszuwachs im Hintergrund steht. Also auf unseren Kurs beispielsweise übertragen, ist es Ihnen wichtig, dass Sie bei Gradecraft auf den Top 15 im Kurs stehen? Wenn ja, ist Ihnen dies wichtig, nur damit Sie irgendwie zu den besten 15 unseres Seminars gehören? Oder ist es Ihnen viel wichtiger, dass Sie die verschiedenen Inhaltsbereiche dieser Vorlesung gut wahrnehmen, um sich selber weiterzubilden und ihre Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern? Je nachdem, wie Sie da motivational gestaltet sind, hat dies eine andere Zielorientierung auch zum Aufschluss. Und dabei wird auch unterschieden zwischen einer positiven oder einer negativen Zielorientierung. Positiv, um quasi gewisse Ziele zu erreichen. Negativ vor allem, um negative Konsequenzen auch zu vermeiden. Sehr auch darauf bezogen ist, das sind die Begriffe zur intrinsischen und extrinsischen Motivation, die darauf eingehen. Moment, ich muss kurz hier meinen Knopf hier, über den ich vieles gesagt kriege, hin und wieder kurz adjustieren. Die extrinsische Motivation, geht vor allem auch darauf ein, dass es in Bezug auf Vermeidungsstrategien zu sehen ist. Also dass Verhalten gemacht wird, um negative Konsequenzen zu vermeiden oder dass quasi im positiven Sinne die Anreize außerhalb der jeweiligen Tätigkeit liegen. Also dass sie beispielsweise materielle Gewinne kriegen, wenn sie gewisse Handlungen ausführen. Oder dass sie vor anderen Leuten als besonders positiv dargestellt werden oder bewertet werden. Wenn dies im Vordergrund steht für ihr eigenes Verhalten von Handlungen, dann ist dies eher bezogen auf die extrinsische Motivation, während im
während auf der anderen Seite des Spektrums die intrinsische Motivation steht. Also wenn Sie Handlungen vollführen, weil Sie am Lernen oder an der Handlung selber interessiert sind und die Beschäftigung mit den Handlungen schon an sich als belohnend empfinden. Ich finde es auch beispielsweise in unserem Seminar super spannend zu sehen, bei den Reading Reactions beispielsweise, absolut faszinierend. Diejenigen von Ihnen, die die Reading Reaction irgendwie ein paar Minuten vor unserer Deadline einreichen, schreiben halt irgendwie die 150 Wörter oder was quasi so die Minimalvoraussetzungen sind, um quasi Punkte zu kriegen. Also da ist es eher die extrinsische Motivation von dem Anreiz, Punkte zu kriegen. Im Vergleich dazu, andere von Ihnen schreiben wesentlich früher auch wesentlich mehr wirklich sehr vielfältige und sehr vielseitige Themenbereiche. Sie setzen sich vertieft mit den Inhalten nicht nur der einzelnen Seminartexte, sondern auch im Kontext von Zeitungsinterviews, von vertiefender Literatur und auch auf vielfältiger Art und Weise ebenfalls auch mit den Themen auseinander. Die Punktezahl ist gleich. Extrinsisch werden beide Gruppen von Personen gleich motiviert. Aber man merkt da wirklich, die intrinsische Motivation ist für die eine Personengruppe wesentlich höher, super spannend zu sehen, als für die andere. Und Sie können das auch quasi bei sich selbst auch beobachten, auf welcher Seite von diesem Kontinuum, und das ist auch wirklich nicht schwarz oder weiß zu sehen, Sie auch für eine gewisse Woche fallen. Wirklich spannend. Was auch noch spannend ist, quasi, es gibt auch verschiedene Studien, die sich betrachtet haben, okay, was ist, wenn wir intrinsische Motivation belohnen? Was halt da spannend ist, ist, dieser Studie haben Kinder verschiedenen Stiften, mit Filzstiften gespielt, und die Zeit wurde gemessen, diese Kinder mit diesen Filzstiften gespielt haben. Und was dieses Forschungsteam herausgefunden hat, ist quasi, Kinder, die gewusst haben, okay, wenn ich so und so lange damit spiele, dann kriege ich eine Belohnung, haben wesentlich weniger Zeit verwendet, mit diesen Filzstiften zu spielen, im Vergleich zu den Kindern, die entweder überhaupt keine Belohnung bekommen haben, also wo es rein intrinsisch die Motivation war, mit den Filzstiften zu spielen, oder die, denen keine Belohnung versprochen wurde, die allerdings trotzdem eine bekommen haben. Was ich auch, beispielsweise bei unserem Seminar, Sie haben auch schon vielleicht gemerkt, wenn Sie auf Gradecraft genau sich durch alles hindurchgeklickt haben, wir haben auch jetzt Badges hinzugefügt, die wir verteilen an Studierende für gewisse Verhaltensweisen eventuell. Aber ich will auch da nicht zu viel darüber reden, weil da ist es mir insbesondere wichtig, dass Sie das auch nicht erwarten. Und dass es Sie auch jetzt nicht irgendwie darauf hinschauen, wie können Sie Ihr Verhalten optimieren, um irgendwie ein Badge zu irgendwas zu kriegen. Sie sehen auch, ich glaube, wir haben zurzeit 3 Badges, aber in vergangenen Semestern hatten wir so am Ende um die 10 Badges oder so. Also wir werden mal sehen, wie sich das im Laufe des Semesters auch noch weiter entwickelt. Also wirklich spannend, quasi da diese verschiedenen motivationalen Sachen zu sehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, warum ist das so? Wie kann die intrinsische Motivation erklärt werden? Und was sind Faktoren, die intrinsische Motivation erhöhen? Weil das ist so ein bisschen, so ein wenig so das, wohin wir Leute bewegen wollen. Also dass die intrinsische Motivation von Lernenden erhöht wird, damit dann auch Lernerfolg sich besser einstellen kann. Und eine der Theorien, die das insbesondere betrachtet, ist die sogenannte Selbstbestimmungstheorie oder auch Self-Determination Theory genannt, sich angeschaut wird, okay, wie steht intrinsischer Theorie auch unter anderem im Vergleich zur extrinsischen
Motivation, aber vor allem, was sind Faktoren, die die intrinsische Motivation auch verstärken können? Also was wir allgemein sehen, extrinsische Motivation wird auch mit Hilfe von verschiedenen Ebenen auch betrachtet. Also, es wird dabei unterschieden unter anderem zwischen externaler Regulation, also direkter Bestrafung oder Belohnung von Verhalten, introjiziert, identifiziert und integriert auf verschiedenen Ebenen, die auch quasi in dem Kontinuum der extrinsischen Motivation auch zu sehen sind. Und dann als ein besonderes Beispiel der intrinsischen Motivation ist es auch das sogenannte Flow-Erleben. Und wie man das erreichen kann, darüber werden wir nachher auch noch etwas mehr auch erfahren. Aber was ich auch noch hier betonen will, ist, intrinsische Motivation, der Gegenpool ist nicht unbedingt die extrinsische Motivation, sondern es ist vielmehr die A-Motivation, also dass wirklich überhaupt keine Motivation vorliegt. Okay, also wie können wir jetzt nun intrinsische Motivation von Lernenden erhöhen? Die Self-Determination Theory hat das sogenannte ABC of Motivation. Also dass es quasi drei Grundbedürfnisse von den Menschen gibt, die intrinsische Motivation unterstützen können und die auch dazu führen können, dass, dass extrinsische Motivation integriert werden kann. Diese drei Grundbedürfnisse sind zum einen dass der Need for Autonomy, also das Autonomie-Erleben, soziale Eingebundenheit und Kompetenz-Erleben. Also wenn diese drei Faktoren unterstützt werden, dann ist die intrinsische Motivation oder dann wird intrinsische Motivation von Lernenden erhöht. Okay, jetzt fragen Sie sich sicherlich, okay, was bedeutet das für unsere Vorlesung? Wie probiert diese Vorlesung ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen? Und Sie werden vielleicht merken, dass die Art und Weise, wie wir unsere Vorlesung strukturiert haben, wirklich auch darauf ausgerichtet ist, sich quasi auf diese drei Grundbedürfnisse zu unterstützen. Need for Autonomy. Sie fragen sich sicherlich, okay, Sie können so viel in dieser Veranstaltung machen. Reading Reactions, Quizze, Mindmaps, Blogs, Erklärvideos, wirklich viel. Und Sie brauchen nur eine gewisse Anzahl an Punkten. Aber Sie haben daher sehr viel Freiraum, selber, selbstbestimmt, auch wirklich zu wählen, okay, wie will ich zu meinem Ziel gelangen? Wie will ich Millionär werden? Wie will ich meine eigene Lernerfahrung in diesem Semester gestalten? Also ich will Sie wirklich auch dazu ermuntern, wirklich diese Flexibilität, die Sie haben zur Lernzielkontrolle und auch zur Leistungserreichung, quasi auch wirklich da mit dieser Vielzahl an Möglichkeiten zu betrachten, dies auf der einen Ebene, wo die Autonomie zu sehen ist, dann auf der anderen Ebene, dass Sie auch die Autonomie haben, sich quasi zu überlegen, okay, wie will ich lernen? Die Vorlesung beispielsweise bietet nur einen möglichen Weg, sich Wissen zu erarbeiten. Sie können genauso gut über die Literatur sich Wissen erarbeiten beispielsweise oder in Diskussionen mit ihren Mitstudierenden. Daher auch beispielsweise diese Breakout-Rooms, dass sie sich quasi auch da gemeinsam quasi dies als einen weiteren Weg auch sehen, Wissen zu erarbeiten. Dann, also wirklich auf vielfältige Art und Weise, ich könnte auch noch mehr darüber reden, wie die Autonomie von ihnen unterstützt wird. Dann soziale Eingebundenheit. Insbesondere schwierig in einem Online-Semester, wo Sie im Gegensatz zu traditionellen
Präsenzveranstaltungen natürlich auch wesentlich weniger sich sozial eingebunden fühlen. In unserer Vorlesung probieren wir dies allerdings maximal möglich im Online-Raum zu haben. Das heißt, zum einen, dass sie die interpersonale Interaktion haben in den Breakout-Rooms. Darum sind mir auch diese Breakout-Rooms wirklich wichtig, dass sie auch wirklich jetzt nicht mit festgefahrenen Gruppen immer reden, sondern immer mit Studierenden von ihnen, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben. Dass sie sich halt auch wirklich so als Community wahrnehmen, die halt auch gemeinsam durch diese Vorlesung schreitet. Die Forenbeiträge. Sie fragen sich vielleicht, okay, warum ich sie auch ein kleines bisschen extrinsisch motivieren will, dass sie in dieses Forum schreiben. Auch spannend, weil ich auch sie dadurch ermuntern will, dass sie Beiträge von ihren Mitstudierenden lesen, dass sie die anderen Personen vielleicht kennenlernen, vielleicht auch kleine Lerngruppen bilden, gerade wenn es im Zug auf die Klausur hingeht. Und dass sie sich auch wirklich als Gemeinschaft auch wahrnehmen. Darum bin ich auch beispielsweise ebenfalls froh, wenn wir immer am Ende von unseren Seminarsitzungen sind, dass sie dann auch noch in weiteren Breakout-Rooms auch noch weiter darüber hinaus sich mit ihren Mitstudierenden über die Vorlesung oder über die Fußballergebnisse hier jetzt bei mir beispielsweise, also worüber ich jetzt reden würde, mein Lieblingsverein Borussia Dortmund hat sich von dem Trainer getrennt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Sie fragen sich vielleicht, ist das wichtig? Wie können solche Unterhaltungen ihr Lernen unterstützen? Aber ja, dies führt dazu, dass sie sich mehr als Community sehen und dies sind alles sehr wichtige Faktoren, damit sie auch wirklich mit einer erhöhten Motivation auch an diese Vorlesung herangehen und worauf ich sie auch unterstützen will. Dann Kompetenz erleben, ist ebenfalls auch sehr wichtig für mich. Im Vergleich zu vielen Veranstaltungen, wo sie vielleicht nur eine Klausur zum Ende schreiben und diese eine Klausur zählt über die gesamte Zeit, die sie verbracht haben. Im Gegensatz dazu ist es mir sehr wichtig, dass sie wirklich vielschrittige Möglichkeiten haben, Kompetenzen erleben zu erfahren. Das heißt, sie machen ein Quiz und boom, kriegen sie Reaktion und Feedback darauf, ob sie quasi die Lernziele für die jeweilige Vorlesung erfüllt haben. Das heißt, sie kriegen relativ instantan Feedback jede Woche, wenn sie die Quizze machen wollen. Wie gesagt, Autonomie brauchen sie auch nicht. Es ist nur eine Möglichkeit, um quasi Wissen auch weiterzuentwickeln. Oder Kompetenz erleben. Dabei ist es auch sehr wichtig, der sogenannte Low Floors, White Walls, High Ceiling Approach. Also sie haben wirklich die Möglichkeiten zum einen sehr niedrigschwellig, beispielsweise in den Reading Reactions ihr Wissen zu zeigen, ihre Kompetenz zu zeigen. Sie werden auch vielleicht gemerkt haben, ich persönlich lese auch den Großteil dieser Beiträge und bei einigen markiere ich die sogar beispielsweise so als besonders hervorzuhebende Beiträge, aber sie können auch da wirklich auf vielerlei Ebenen quasi schreiben, also sehr niedrigschwellig, dann White Walls, sie können über eine Vielzahl von Themen schreiben, sowohl in den Reading Reactions, klar, es muss sich beziehen auf den jeweiligen Vorlesungstext, aber ihrer Fantasie und wie sie ihr Wissen quasi anwenden wollen, sind wenig Grenzen gesetzt, noch viel mehr bei den Blogs. Bei den Blogs wirklich haben sie absolute Freiheit, etwas zu Themen zu schreiben, die sie interessiert und wo sie Verbindungen quasi von unserer Veranstaltung sehen zu anderen Bereichen, die sie spannend finden. Oder sie können irgendwie eine kleine Studie machen. Oder es gibt wirklich, also ich will Ihnen auch da nicht zu viel wegspoilern, da ich auch nicht so viele Ideen quasi vorne wegnehmen wollen will, aber ihnen bleibt da wirklich auch eine Vielzahl an Möglichkeiten gesetzt. Oder die Erklärvideos.
bin ich schon richtig gespannt. Bin ich ehrlich, bin ich schon richtig gespannt, was ich da alles machen werde. Also eine Vielzahl an Möglichkeiten, White Walls fürs Kompetenzerleben und dann High Ceiling. Ihnen sind keine Grenzen nach oben gesetzt. Klar, Sie können wie jemand, der 10 Minuten vor der Reading Reaction Deadline nur das absolute Minimalziel machen. Aber Sie können auch wirklich in die Tiefe gehen und sich Themen vertieft anschauen. Sie haben hier wirklich die Möglichkeit, wirklich vertieft in verschiedene Dinge einzusteigen. Teilweise, ich habe auch schon in den ersten Blogbeiträgen gesehen, wo auch teilweise Experimente gemacht wurden, also so diese klassischen pädagogisch-psychologischen Experimente, die repliziert wurden, super spannend. Schauen Sie sich auch die anderen Blogbeiträge an, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wo dann auch noch wirklich betrachtet wird, okay, warum funktioniert dies und noch ein bisschen weiter erklärt. Und also es bleibt Ihnen auch wirklich sehr viele, Sie haben wirklich sehr viele Möglichkeiten, Ihr Wissen auch sehr vertieft in speziellen Bereichen auch zu zeigen. Und diesen quasi drei, also Sie sehen quasi, mir ist es halt wichtig, dass Sie intrinsisch motiviert werden, natürlich auch so ein kleines bisschen extrinsisch den Weg finden, dieses Autonomie erleben, soziale Eingebundenheit und Kompetenzleben auch zu erfahren, was auch Teil, also die Integration von der extrinsischen Motivation, die dann zur intrinsischen Motivation führt. Also das ist mir wirklich sehr wichtig. Okay, viel Zeit bei dieser Folie verbracht, aber jetzt haben Sie auch vielleicht so ein wenig gesehen, irgendwie wieso unsere Theorie, unsere Vorlesung so strukturiert ist und was quasi so die theoretischen Backgrounds davon sind. Alright, extrinsische Motivation, genau, ist es dann natürlich auch, wenn wir uns das anschauen, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, quasi gibt es auch dann die Überlegung, inwieweit der Einsatz von extrinsischer Motivation die intrinsische Motivation beeinflusst. Und Sie können das auch eventuell sehen bei den verschiedenen Punkteverteilungsmechanismen, insbesondere bei den Reading Reactions. Faszinierend, weil Sie ja quasi Punkte kriegen für ihre eigene Reading Reaction, aber dann keine weiteren Punkte, wenn Sie selber Kommentare schreiben. Mega spannend, mega spannend. So im Vergleich intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, Korrumpierungseffekt. Also ich möchte wirklich, dass Sie diese Theorie quasi in diesem Seminar an sich selber auch wirklich erleben und auch darüber reflektieren können. Genau, und was quasi so als einer der Wege ist, um quasi, oder wenn man wirklich sieht, dass Interesse wirklich sehr stark vorhanden ist, das wird in der sogenannten Flow-Theorie auch gesehen. Und die beschäftigt sich vor allem mit der Frage, okay, warum machen Menschen viele Dinge, die oftmals absolut schwierig sind, wie irgendwie auf den Mount Everest zu klettern oder zum Mars zu reisen in der Zukunft. Warum ist es für Menschen möglich, wirklich schwierige Dinge zu machen, die absolut große Herausforderungen und Anstrengungen auch beinhalten, oder einen Marathon zu laufen und für so etwas zu trainieren. Und wofür es eigentlich nicht wirklich sehr viele extrinsische Motivationen gibt. Und eine der Erklärungen da ist, weil Personen quasi, die auf dem Weg zu so einer Zielerfüllung sind, in einen gewissen Flow gelangen und dabei wirklich so stark intrinsisch motiviert werden, dass sie komplett in der Tätigkeit aufblühen und wirklich die Handlung wird auch so besprochen, quasi so als fließend empfunden wird. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, ich weiß, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, und wenn Sie prokrastinieren wollen, hier Mikael Csikszentmihalyi hat
hat da ebenfalls auch einen sehr spannenden TED-Talk zugemacht. Würde ich Ihnen ebenfalls sehr empfehlen, wo das auch noch mehr beschrieben wird zum Flow-Effekt. Was wir da sehen beim Flow, was ist da wichtig, was sind da die Determinanten? Zum einen, dass sie ein Gefühl der Kontrolle haben, also dass die Personen, die einen Flow erleben, besitzt, wirklich merkt, okay, ich kann das machen und ich habe da die Kontrolle drüber, dass die Anreize, die gesehen werden, wirklich tätigkeitsspezifisch sind und dies führt halt auch unter anderem zu einem veränderten Zeitgefühl. Also Sie werden es vielleicht merken, wenn Sie, wenn einige von Ihnen als anderes Beispiel irgendwie in World of Warcraft oder in League of Legends komplett die Zeit verloren haben, Flow erleben. Sie waren hochgradig motiviert, waren komplett intrinsisch motiviert, weil was bringt Ihnen das da irgendwie zu spielen? Klar. Aber da ist halt auch wieder der Vergleich zum Gameful Learning ist da ebenfalls auch gegeben, beispielsweise. Was Sie halt auch daran sehen, wie man in so einen Flow hereingelangt, ist es auch, dass es sehr wichtig ist, dass es klare Ziele gibt. Also beispielsweise Extrembergsteigen, ich will diesen speziellen Berg jetzt besteigen, beispielsweise. Und dass Sie auch Feedback kriegen. Also quasi, dass Sie quasi auf dem Weg immer merken, okay, bin ich auf dem richtigen Weg, was klappt nicht so gut. Andere Beispiele hier, Snowboarden, Skateboarden, wirklich vieles, wo halt auch ein wirkliches Flow-Erleben auch geschieht. Was wir uns dabei auch quasi so aus der Sicht der pädagogischen Psychologie betrachten, ist quasi, dass sie in so einem Flow-Kanal sein wollen. Also, dass die Passung von ihren Fertigkeiten, die sie haben, und von dem Anforderungsbereich, dass dies halt gleichermaßen lang steigt. Also, dass sie halt, dass quasi die Schwierigkeitsgrade mit ihrem Fertigkeitsniveau steigen, weil wenn Sachen zu einfach sind für sie, dann tritt in erster Linie Frust und Langeweile auf, weil sie sich unterfordert fühlen. Und im Vergleich dazu auf der anderen Seite, wenn die Anforderungen zu hoch erscheinen für ihr Fertigkeitsniveau, dann verursacht dies normalerweise Stress und Angst. Von daher ist es wirklich so die Idee, um in so einen Flow-Kanal hereinzugelangen, da auch die richtige Passung von ihren Fertigkeiten und den jeweiligen Herausforderungen auch zu sehen. Also dies als ein Beispiel für eine intensivere intrinsische Motivation. Okay, wir werden jetzt in den nächsten zwei Wochen, also wir haben sehr viele spannende theoretische Konstrukte uns in den vergangenen Wochen angesehen. Wir schieben jetzt quasi einen kleinen Methodenteil ein, weil das wurde auch teilweise auch in den Reading Reactions auch klar, dass sich mehrere von Ihnen auch gewundert haben, okay, aber warum ist das so? Wie kann man so etwas messen? Wie weiß man denn, dass Konstrukte dies oder jenes aussagen? Wie interpretiert man Studienergebnisse? Was sind Kriterien für gute Studien? Warum sollten wir glauben, was wir sehen? Um diese Fragen zu beantworten, schieben wir jetzt quasi in unserer Vorlesung einen zweiwöchigen Methodenteil ein, der sich auch teilweise mit der Veranstaltung, wenn Sie sie belegen, der Diagnostikveranstaltung auch so ein bisschen daran anlehnt. Und wir stellen da halt die zentralen Konzepte vor. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich glaube, das wird uns dann auch noch im darauffolgenden Verlauf der Vorlesung helfen und das wird Ihnen auch allgemein im Studium unterstützen, damit Sie auch ein bisschen besser
einschätzen können, wenn sie Studien lesen. Und sie kriegen ja auch quasi in den Reading Reactions dann auch viele, viele Studien zu sehen, damit sie sich auch da ein bisschen besser diese dann auch entsprechend evaluieren. Also ich freue mich darauf und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.